Boah. Was geht ab, Leute? Fuck a pigeonhole, I'm a night out, it's a different mode. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Und zwar gibt's heute die Highlights vom Pokalspiel. Es ist unser erstes Pflichtspiel. Ich bin gerade müde, es fuck, man merkt's, glaube ich. Es ist 12 Uhr, ich muss gleich los. Um 10 Uhr wurde mich schon geschickt, dass da Leute stehen, dass die reinkommen. Wir haben da noch ungefähr 1000 Tagestickets oder so. Wir meinten, die ersten 1000 kommen rein. Ich glaube, Eli war noch nie so nervös. Pokal, erste Runde, wichtiges Ding. Gegen Kreisliga A-Mannschaft, zwei liegen über uns. Aber es sind Aufstiegsaspiranten. Gibt es das Wort überhaupt? Übrigens ist für dieses Spiel noch Vita Welt vorne auf dem Trikot. Die neuen mit der Deutschen Krebshilfe werden gerade gedruckt. Das dauert aber noch zwei Hoffentlich Wochen. Hoffentlich ist die 10 in XL. In der M passen schon. Wir werden nächste Woche wahrscheinlich immer noch mit dem Vita Welt Trikot spielen, damit ihr dabei Bescheid wisst. Ab übernächsten Spieltag wahrscheinlich können wir für die Deutsche Krebshilfe offiziell spielen. Frühstück, Winkelbrot, Mandarine. Erdbeermarmelade, beste Marmelade, by the way. Und was hier gerade so neben mir liegt, Laufwärtsshirt. Heute, also am Sonntag, ist der Restock. Ihr könnt mal morgen nochmal reingucken. Ich glaube, vieles ist jetzt schon wieder sold out. Aber ein paar Shirts gibt es, glaube ich, noch. Ich glaube, das schwarze gibt es noch. Guckt einfach in den Shop, guckt mal, was da ist. Es ist der Restock gewesen, weil alles relativ schnell weg war. Haben wir nochmal nachproduziert und ihr habt nochmal die Chance, was zu holen. Leute, ihr könnt jetzt auch Mitglied werden bei Delay Sports. Ich packe euch den Link in die Bio. Da könnt ihr Mitglied werden. Kostet 20 Euro im Jahr. Das ist der billigste Beitrag, den es gibt. Ist im Monat ungefähr 1,60 Euro. Billiger können wir es nicht anbieten. Wir wollen auf jeden Fall relativ oder einfach viele Mitglieder haben, die das ganze Projekt supporten. Ich denke mal, wir sind bis jetzt echt beeindruckt, wie gut das Ganze läuft. Wir haben alle Spaß dran, ich hoffe ihr auch. Wenn ihr Teil des Ganzen sein wollt, gerne auf den Link klicken. Habt natürlich auch Vorteile, wie kriegt Rabatt auf Tickets, ihr könnt die schneller kaufen, die Tickets, ihr kriegt Rabatt auf Merch, bla bla, ihr kriegt einen eigenen Mitgliederausweis und sonstiges. Ein Teil der Einnahmen geht auch an unseren neuen Partner, die Deutsche Krebshilfe, was auch sehr wichtig ist für uns, dass wir unsere Reichweite auch weiterhin für was Gutes benutzen, dass wir auf jeden Fall auch da bald eine gute Message haben. Wir haben auch keine externen Sponsoren oder sonstiges angenommen. Wir hätten natürlich, keine Ahnung, irgendwelche Sponsoren haben, die uns mit Geld vollpumpen oder so, aber wir wollen alles als Community schaffen, gemeinsam. Von daher gerne Mitglied werden und uns supporten. Und so, Marilon ist da. Ehrlich? Wie aufgeregt ist Eli? Ja, ich habe Angst, dass er den Spielern zu viel Druck macht gleich in der Kabine, ne? Natürlich. Sogar ich fühle mich so, als ob ich gleich Spiel mit Hertha habe, ne? So wie früher so. Bin so nervös, so, boah, Durchfall und so. Meister! Heute Leistung. Fanzu! Fanzu ist auch da! Jetzt bin ich gespannt auf die Stimmung. Was geht ab, Männer? Wiese! Ich hab so viel Schweiß an der Hand schon, so schwitzige Hände. So, was seh ich da? Ich komm in die Kabine, da wird direkt Taktikbesprechung gemacht. Was ist denn hier los? Ey, wir müssen noch ein bisschen was an der Taktik machen. Oder? Jetzt auf einmal. Im Fokus. Im Fokus. Da ist gerade Rammstein. Hier ist wieder eine Taktikbesprechung. Und Pepe heute mit Arschwasser. Leute, es sind 31 Grad, das wird echt hart. Ich hab eine neue Uhr, by the way, Leute. Kommt der als Letzter und wundert sich, warum kein XL mehr da ist. Ja. Komm mal mit. Schon in voller Montur. Der Mann ist so ein nervöser Bube. Du hast gestern gebechert. Ja, ein bisschen Krater. Aber das gehört zum professionellen Dasein dazu, weißt du? Weißt du? Guck mal, da ist dir. Matchday. Matchday, Freunde! Jetzt mal Real Talk. Es ist ein Feldspieler im Tor. Jetzt wirklich. Es ist ein Feldspieler. Ich hab's dir gecallt. Der ist 38 oder so. Weißt du, wie er am Ball fällt? Der Ball kommt flach, er fängt ihn so. Nicht mal mit dem Fuß. Es ist kein Witz. Ich meine das wirklich ernst. Ja! Ich hab dir aber. Um 4 Uhr nachts? Um 4 Uhr morgens hab ich ihm das Ding geschickt und er hat mir geantwortet. Das ist ja das Schlimmste. Was? Pep Guardiola hat heute nicht geschlafen. Yeah. Um 4:08 Uhr hab ich denn das. Das TikTok-Ding. So, zack. Also einfach keine Rumgeschnürke. Hier, gestern 2-0. Zack, vorbei. Zack, Tor. Die Leute Nummer 7. Jetzt dieses Tor. Guck mal jetzt. Warte. Einfach vorbei. Vorbei. Lauf doch vorbei und schieß aufs Tor. Das war's jetzt. Ja, vorbeilegen, schießen. Wenn man durch ist, soll man schießen. Ja. Ja! Happy Birthday! Leute, Bilo hat Geburtstag! Bilo! All the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get it, no call to quits. Yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all it is. You better move, you might get knocked out. You better move, you might get knocked out. You better move, you might get knocked out.
ruhig jetzt bitte. Jungs, konzentrieren, Ruhe. Okay, Mannschaftsaufstellung für heute. Markus im Tor, Viererkette, Paul außen, Tim außen, in der Mitte Dennis und Ali. Dann linkes Mittelfeld Alex, rechtes Mittelfeld ist Abdul. In der Zentrale haben wir Sid und Julius. Julius, du guckst da, ne? Ja, du bist so das Bindeglied zwischen der Defensive und Offensive. Ja, die wollen rausgehen, die wollen fighten. Für die anderen ist es auch wieder, die sind 150% motiviert. Das habe ich euch schon die letzten Tage immer wieder gesagt. Die werden 150% motiviert sein. Die haben eine Top-Offensive. Aber wir haben die geilere Mannschaft. Ja, ihr seid auf allen Positionen, eigentlich sind wir mega besetzt. Ja, wir haben in der Abwehr, ich brauche nicht drüber reden, über die vier Leute, die jetzt im Moment gerade anfangen, mega. Die Leute, die noch auf der Ersatzbank sind, super. Das Wichtige sind wirklich diese eigenen Ballverluste. Egal ob in der Anfang gegnerische Hälfte, Dennis hat euch ja vor dem Spiel den Außen so ein bisschen gezeigt, was wir halt in den Testspielen falsch gemacht haben. Das müssen wir abschalten. Ansonsten rennen, kämpfen, Tore schießen. Nochmal Jungs, kackt euch auch nicht an. Ich meine das wirklich ernst. Motiviert euch Julius, wenn jemand was Geiles macht, motiviert ihn. Sidney, wenn irgendwas Geiles macht, motiviert ihn. Wenn er irgendeine Scheiße macht so und es funktioniert, geil. Nimmt die Fans mit, wenn ihr ein Tor schießt. Digga, die reisen hier aus Deutschland an. Wenn ihr ein Tor macht, jubelt mit denen. Die haben gar keinen Bock. Ihr müsst alle rennen. Rennen. Der Platz ist so scheiße groß. Und die können glaube ich auch nicht. Die sind nicht fit. Spielt diese scheiß Außenbälle. Sidney. Und hör mir jetzt bitte zu. Das ist kein Spaß. Ich weiß, ich sag das oft. Es ist ein Spieler im Tor. Bitte schieß mal aufs Tor. Ihr seid eine coole Einheit geworden. Und lasst uns rausgehen und abreißen. Und geht damit selbst. Richtig abreißen. Und geht damit selbst. Das sah übertrieben so aus. War richtig. Gut, hey, Ali. Komm mal rück ran! Die Jäger! Die Jäger!
Sieben! Luca, du musst! Luca, Luca! Einer! Sehr gut, Luca! Luca, wichtig, aber jetzt ruhig, jetzt ruhig, 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 ruhig. Defensiver! Ich weiß, aber mach es!
Nochmal. Oh. Während der rote Kasse. Alex! Meine ist okay. Ich sag dir ehrlich, 4-1 wäre okay gewesen. So 3 Tore Abstand. Die hätten auch einen machen können. Aber wir hatten so gute Chancen, fand ich. Wir hätten 2 machen müssen. Einfach nur absolut geil. Geiler Support, geiler Teamgeist. Bei 30 Grad. Geil. 2-0 ist verdient. Ja, wir haben Glück, dass wir nicht 1-0 in den Rückstand geraten durch den Elfmeter. Ansonsten machen sie die Jungs super. Ja, es war arschwarm. Zum Glück stehe ich nicht auf dem Platz. Ich hätte gar keinen Bock, bin ich ganz ehrlich. Aber die Jungs machen das gut. Glück gehabt, dass sie mit einem Elfmeter nicht in den Rückstand gehen. Dann wäre es, glaube ich, ein bisschen anders gelaufen. Aber jetzt muss man es einfach nur noch ausspielen. 2-0. Machen nur noch Kontern. Die sind ein bisschen offen. Ich denke mal, es wird auch noch ein 4-5-1. Übelst warm draußen. Ich fühle mich, als hätte ich selber gespielt. So anstrengend ist es ja bei der Hitze. Hat er gut gemacht. Die Leute, die jetzt gelb vorbelastet sind, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Musstet da ziehen. Taktische Fouls. Jungs, und die 0 könnt ihr euch bedanken. Ja, hat Marc. Dreimal hat er uns da den Arsch gerettet, sonst hätten wir auch unter Umständen hinten liegen können. Also starke Leistungen auf allen Positionen macht er gut. Ein bisschen mehr Fußball spielen noch. Dreiecke aufbauen. Ein bisschen mehr Dreiecke aufbauen. Nicht nur die langen Bälle, sondern auch hier und da mal das Dreieck suchen, den Gegner ausspielen. Die Einzige, der gut ist bei denen in der Defensive, so richtig, ist der Kapitän. Der macht das, der grätscht da die Bälle ganz gut ein paar. Gut, ja, ist egal. Aber er hat ein paar gute Chancen von uns weggegrätscht. Aber wenn wir da noch ein bisschen mehr das Dreieck machen, kommt es besser. Ansonsten ein geiles Spiel bisher. Weiter! Yeah.
Jawohl, dir! Super, ja, dir! Jonas ist, Jonas ist! Ja, Mann! 4-0! Ich bin stolz auf die Truppe. Wir waren nämlich ein bisschen so unter Druck mäßig. Hier sind, RTL ist hier, Sportschau ist hier, Jan ist hier, Sky ist hier, das ist geisteskrank. Du musst ihn mal filmen, hier, auch die ganzen Leute hier. Das ist unglaublich, überall sind Kamerateams. Das ist verrückt. Wir sind anscheinend am 4.9. oder so, sind wir in der Sportschau. Ende, Digga. Also was ich sagen muss, die Fans, wir haben eine scheiß Kurve. Die Fans sind geil, krank. Wir haben eine scheiß Kurve. Da ist einer mit so einem Megafon. Ein Vorsänger haben wir. Also. Da, der da. Da ist es. Ich habe 3-0 getippt, 5-1 auch super. Sieg.
5-1 gewonnen, gutes Spiel gemacht. In der Anfangsphase durch den Elfmeter gehalten, dann vielleicht ein bisschen Glück gehabt. Wenn da reingegangen wäre, wäre das Spiel bestimmt schwieriger geworden. Am Ende 5-1, hochverdient. Also wirklich hochverdient. Ich glaube, wir hätten auch noch 4-5 Tore schießen können. Was haben wir gemacht? Wir haben 4 oder 5 Mal alleine Aluminium getroffen. Also fürs erste Pflichtspiel war es gut. Was natürlich für uns Trainer schwieriger wird, der Konkurrenzkampf wird jetzt größer. Wir haben nur noch 11 plus 5 Wechsler. Da haben wir die Qual der Wahl, aber das ist unsere Jeder Aufgabe. Jeder wird Gas geben, um seine Spielzeit zu bekommen. So sieht's aus. Und das ist das Beste für die Jungs haben die Stimmung Trainer. Angenommen heute, ne? Wie sie gejubelt genau. haben und so weiter. Da und nochmal ganz zusammen. Großes Kino, die Fans haben wir gar nicht erwartet. Die haben da hinter uns abgerissen. Abgerissen. Das war der 12. Mann war das. Das wird uns nochmal pushen. Krass. Das war wirklich krass. Für Kreisliga war das krass. So, Eli macht jetzt noch ein Interview von RTL. Das macht Robby. Oh, nice. Man hört ihn voll. Nach dem Spiel auf entspannt. Gibt es noch eine Reihe? Stell ich mich neben Eli. Ich hab ein Bier geschenkt bekommen. Normal, Bruder. Danke dir. Scheiße, ihre Brust. 18 plus. Wow, hat der Mann ein Spiel gemacht. Vorlage. Super Tor geschossen. Ein schönes Tor. Mich noch bedient, den muss ich reinmachen. Da muss ich dich belohnen für die Vorlage. Wir gehen jetzt noch essen. Gilles Geburtstag. Aber wir haben nur ganz, ganz kurz Zeit. Es ist jetzt. Oh nein, ich hab mit der geduscht, das Wasser drin. Um 6 Uhr ist Mickeys Cup. Und dann Elis, Burrata, irgendwas klar? Kellner sagt einfach hier für Schwabbel. Vielleicht gibt's einen Cup. Dual Cup, ja, ich bin mit Willi, Bro. Weil ich das dritte Rad mal wieder am Fahrrad bin. Sagt der Mann so, egal, Pokal ist sowieso scheißegal. Nächste Woche fängt Liga an, das ist wichtig. Ist so. War es dir heute scheißegal? Weil ich wirklich hatte Bauchschmerzen, ne, die ganze Zeit. Jetzt habe ich nicht geschlafen. Ich unterschreibe jetzt, wir steigen lieber auf, als im Pokal im Finale zu kommen. Wen juckt Pokal. So, die beiden müssen jetzt los. Nach dem Spiel, keine Ahnung, Eli hat, glaube ich, eine Stunde Bilder gemacht. Ich hatte eine halbe Stunde Bilder gemacht. Das Blödeste ist, wenn Leute, also es sind viele Leute, die extra 5 Stunden oder sowas gefahren sind und dann kein Bild bekommen. Aber wir können nicht mit allen Bildern machen, leider. Also, es ist ja auch kein Fantreffen, sondern. Digga, ich habe sogar mit allen Bildern gemacht, die sich angestellt haben. Ne? Ja. Mit jedem, der sich angestellt hat, habe ich ein Bild gemacht. Ich muss nochmal sagen, echt geisteskrank. Wir hatten einfach eine Kurve, Digga. Also dafür erstmal GG's, Digga. Was für eine geile Community, Digga. Echt krass, für uns supportet da. Kurz geht raus, Jungs. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Nee, mach ich nicht. Du willst mich. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur dich aus. Ich bin dein Wingman. Check die Karte rein auf. Und was willst du drehen? Mit dem Regen kann ich mir einbauen. Oh mein Gott. Yeah.